So. Willkommen zurück. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich bei wie ruiniere ich das Spiel. So, aber wir haben jetzt ein ernsthaftes Problem. Zum einen, dass Fisch leer geht. Was ein Problem ist, dass wir ganz schnell beheben können. Da haben wir jetzt schon mal behoben. Zum anderen, dass wir kein Geld mehr haben, um irgendwas zu verkaufen. Gib Bescheid, wenn du was gefunden hast. Einverstanden. Was zu finanzieren. Alles klar bei dir? Hey, auf dich kann man zählen. Wir müssen jetzt radikal verkaufen. Radikal hilft nichts. Sie schaffen das. Da bin ich zuversichtlich. Wir müssen die Leute jetzt auf jeden Fall mal aufsteigen lassen, weil... Sie schaffen das. Kann ich noch mit Ihnen rechnen? Wir brauchen jetzt wieder... Warnung. Produktion gestoppt. Verkaufen wir den Glas, weil das können wir teuer verkaufen. Munition schwerer können wir auch mal verkaufen. Hamburger. Da können wir zwar... Wenn man die Leute von etwas überzeugen will, ist... Sieh mal an! Faires Geschäft. Bist geschäftlich hier, hm? Wir sind uns also einig. Wir kommen aber so nicht über die Runden. Alles klar. Sie wünschen? Ich habe sie da bereit. Bist du ja wieder. Nur heraus damit. Wir sind dafür aber bedeutend im Minus. Na, das können wir nicht machen. Wir sind eh schon im Minus, bis zu mir nicht mehr. Wir können uns kein einziges mehr leisten. Kann ich noch mit Ihnen rechnen? Wir müssen immer mehr verkaufen. Verkaufen. So. Bei Sand lassen wir da. Der ist wertvoll, Sand. Ball können wir verkaufen. Es ist zwar ein scheiß Projekt, wenn wir es auf der Anzeige sieht. Na, auf was allen, das Körn angekommen. Das ist ein echter Stadt Gewinn für die Eben. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier ein. Abgemacht. Weizen können wir mal verkaufen. Und nicht auf dem Schiff. Wenn wir verkaufen, nur Glas. Aber Weizen. Ebenfalls sind wir jetzt schon bei minus 7000. Kann ich noch mit Ihnen rechnen? Das ist schon mal ein Arsch der Fortschritt, möchte man meinen. Unsere Verkaufsschlager, die E-Organisation Dank von Bio bis GreenTech, alles da. Mit Leuten wie dir kann man echt was anfangen.
Und jetzt müssen wir mal vorlaufen lassen, nur bei 10.000 oder so sind. Sie schaffen das. Da bin ich zuversichtlich. Achtung, Produktionsstillstand. Hey! Hand drauf! Was liegt an? Hand drauf! Ist überhaupt nicht gelohnt, mehr oder weniger. Suchst du was Bestimmtes? Hey, auf dich kann man zählen. Ich verkaufe jetzt halt ein Carbon, weil unser Geld. Diese Waren werden sich gar nun denn. Der Wissenschaftsrat erwartet mich bereits. Bis kann ich noch mit Ihnen rechnen? Da oben, wenn wir 1600 bzw. 1200 stehen haben, kann ich nicht mehr aufsteigen lassen. Ich kann auch dann nicht mehr von da raufsteigen lassen. 1400 hat es nur verkraftet, aber mehr nicht. Spiel gespeichert. Aber gut, ich habe schon wieder die Aufnahme vergessen. Eieiei, jetzt 4 Folgen hintereinander genau das gleiche vergessen. Aber ich habe mir jetzt die Uhrzeit gemerkt. Jetzt ist natürlich der Kontostand schon wesentlich besser, möchte man meinen. Jetzt sind wir bloß nur 5.000 im Minus. Das könnte man schon irgendwie ausgleichen, indem man da oben die ganzen Ozonmäger oder so abschalten würde, erstmal. Aber. Moment! Aber nein, das machen wir nicht. Schauen, dass die ganzen Vorkommen nicht leer werden. Das ist ja eins der Nachteile. Interessant. Soll es denn auf diese Insel Kohle geben für uns zum Abbau? Vielleicht mit Metallkonverter. Theoretisch war es eine blöde das. Sache, jetzt da anzufangen, das Zeug umzubauen. Ne?
Achtung, Produktionsstillstand. Sie schaffen das. Da bin ich zuversichtlich. Jetzt sind wir schon 6000 minus, das kann man natürlich nicht lassen. Das Ziel ist daran, auch mal wieder hier. Mit Leuten wie dir kann man echt was anfangen. Optimierungsarbeit. Jetzt mal das Angebot der Organisation abgemacht. Beispiel ist es natürlich nicht mehr lukrativ, auf beiden Inseln Munition produzieren zu lassen. Wäre theoretisch praktischer. Wir setzen darunter nur noch die Rüstungsfabrik. Den Rüstungsbetrieb darunter. Mit den anderen allen dahergehenden. Machen wir mal darauf, hätte ich mal gesagt. Kann ich noch mit Ihnen rechnen? Schaue ich gerade, ob das sich leert. Ich passt auf jeden Fall, das fühlt sich rasant. Da sind wir aber 78. Achtung, Produktionsstillstand. 75. Das muss ich natürlich auch wieder füllen. 80. Wenn es gefüllt wird, dass es immer wieder über den vorherigen Wert kommt. Dann steigt der Verstand. Eieiei. Ei. 30.000 im Minus. Wir dürfen uns unserer Verantwortung nicht entziehen. Ich hoffe, dass Sie Ihre Entscheidung. Schön, dich zu sehen. Faires Geschäft. Auch mal wieder hier. Wir sind uns also einig. Achtung, Produktionsstillstand. Bin ich natürlich hier immer noch dabei, alles wegen zu optimieren und so. Das kann man verkaufen. Müssen wir natürlich versuchen, dass wir mal wieder in den Plus kommen. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Sonst ist schlecht.
Kraft. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder einen Pluskummer-Ding. Sekunde, dann habe ich. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. Ihre Forschung ist doch nicht etwa ins Stocken gegangen. Die ist ja wohl ins Stocken gegangen. Verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit ruft. Kann ich noch mit Ihnen rechnen? Jetzt hilft es nur noch auszubauen. Haben Sie etwas erreichen können, genau wie ich es erhofft hatte. Sie schaffen das. Da bin ich zuversichtlich. Nochmal die Waren anschauen. Okay, bislang kann ich noch mit Ihnen rechnen. Vielleicht würde es ja auch helfen, die Ökobilanz zu erhöhen. Wobei, das Gebäude hier könnten wir noch bauen. Noch ein David, so wie 5 abgerissen. Sie schaffen das. Da bin ich zuversichtlich. Ich habe auf jeden Fall 2 aufsteigen lassen. Jetzt Maximum erreicht. Gut. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag und tschüss. Bis zum nächsten Mal.